Wow, er verbrennt mich. Wow. Nein, zum Glück nicht. Jetzt können wir hier auch wieder ein paar Münzen sammeln. Die Level sind auch ganz schön lang, finde ich. Also ich glaube, ich habe ja Harry Potter und so und wie hieß es? Star Wars. Oh, wie kann ich nur auf die Namen nicht kommen? Auch gespielt, also Lego. Und ich finde, hier sind die Level echt ziemlich lang im Vergleich zu den anderen Spielen. Aber dafür soll das Spiel an sich nicht ganz so lang sein, habe ich gehört. Springen wir mal hier hoch. Ach, sieh einer an. Was haben wir denn da oben noch? Nur eine Glocke, aber die Münzen nehmen wir natürlich auch mit. Boah, ich gehe einfach zu Elizabeth. Ach, und jetzt kommen wir hier einfach rüber auf die andere Seite. Ah, ist ja cool. Eine kleine Abkürzung. Ach komm, Jack, kannst gleich wieder zurückspringen. So. Wofür ist das Lenkrad? Ach, hier haben wir noch irgendwas. Ganz übersehen. Komm, geh kaputt. Huch, nicht den Kompass. So, machen wir alles mal kaputt hier. Und jetzt können wir auch was basteln. So. Ach, jetzt können wir das noch darauf setzen. Was ist das denn? Ach, ein Katapult. Jetzt geht da auch gleich alles kaputt. Bauen wir hier auch mal wieder ein bisschen. Vielleicht schaffen wir sogar auch wieder wahrer Pirat. Sieht ja gar nicht schlecht aus gerade. Viel fehlt gar nicht mehr. Okay, dann setzen wir mal das Ding jetzt da oben auf. Und ich würde sagen, hiermit bestimmt Feuer! Tju. So. Hätten wir es auch rüber geschafft. Und ich denke, den Lichtstrahl müssen wir wahrscheinlich noch durch die Höhle irgendwie dingsen. Aber erstmal bauen wir das Schiffchen hier zusammen. Wieder einen Haufen Münzen. Und sind hier oben. Da sind wieder die. Boah. Die Palme hier ist ja echt großzügig. Ach, jetzt ist da oben auch ein Minikit. Vorhin war da keins. Naja. Dann springen wir jetzt mal hier runter. Hui! Wow. Ach, und der Lichtschein entzündet jetzt das Dynamit hier drin. Interessant, interessant, interessant. Okay, ich glaube, wahrer Pirat schaffen wir auf jeden Fall. Da fehlt echt nicht mehr viel. So, dann geht der Lichtstrahl da weiter. Da gehen die Dinger runter. So, dann können wir auch jetzt bestimmt darauf springen. Huh, das wollte ich nicht. Das hier drehen. Achso, das dreht das da oben. Aber erstmal das hier. Nein. Nee. Ja, und jetzt drehen wir das Ding hier auch nochmal ein bisschen. Nee. Ja. Bam. So. Und können wir wieder irgendwas zusammenbauen? Ja. Basteln, 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 basteln. Oh, früher. Ah, jetzt haben wir wahre Piraten. Nein, ein bisschen fehlt noch. Früher, wo ich ja noch klein war, so ganz, ganz, ganz klein. Da habe ich ja selber mit Lego gespielt und so. Und ich muss sagen. Es geht doch nichts über Lego. Ne, ich meine, keine Ahnung, ich bin jetzt ja schon auch über 20, 23, um genau zu sein. Und trotzdem noch Lego-Spiele spielen und spielen auch noch Erwachsene. Also, gut, ich bin auch erwachsen, aber auch noch ältere Erwachsene. Und weiß ich nicht, es macht einfach auch Spaß. Ist mal eine gekonnte Abwechslung zu den ganzen anderen Spielen wie COD und Weißer Teufel, was. Ich spiele ja gerne außergewöhnliche Spiele, machen einfach, finde ich jetzt, als so eine, keine Ahnung, die Spiele, wo man merkt, okay, die sind nur dafür programmiert, um Geld zu verdienen, wie schon zum Beispiel COD. Weiß ich nicht, das Spiel merke ich, so, man merkt richtig die Halbherzigkeit der Entwickler und alles, und hier merkt man halt, dass es alles, ich will jetzt nicht sagen, mit Liebe gemacht ist, aber schon Arbeit reingesteckt ist und sich Gedanken gemacht wurde und weiß nicht, da merkt man es, merkt man einfach. Genauso wie bei Okami, was ich ja total auch Let's Play. Das sind einfach Spiele, da merkt man auch so, was die Entwickler da für Arbeit reingesteckt haben und alles. Deswegen, das gefällt mir einfach viel besser.
Dann kaufe ich mir auch lieber ein Spiel iOS. Und dieses Jahr war auch das erste Jahr, wo ich mir mal keinen COD geholt habe. Also Black Ops 2 habe ich nicht. Davor habe ich ja alle COD-Teile, aber dieses Jahr war ich stark und habe es mir nicht geholt, weil es doch irgendwo jedes Jahr das gleiche ist. Deswegen konnte ich auch dieses Jahr gut drauf verzichten. Guck mal da oben. Haha, da habe ich, fällt mir noch, wenn ich die Münzen da oben sehe, dann kann das sein, dass man sich selber mit dem Katapult schleudern muss? So, Jack, stell dich mal dahin. Und Elizabeth? Nein, Jack, du bleibst hier drauf. Und Elizabeth? Ja. So habe ich das auch vor, aber wenn dich dann jemand. Du bleibst jetzt da drauf stehen, Elizabeth. Na, klappt es jetzt? Ja, hervorragend. Wie geht denn das jetzt? Oder geht das nur, wenn man zu zweit spielt? Der eine kann ja dann da drauf stehen. Ach, hier. Ah, alles klar, er kann sich da richtig draufsetzen. Und jetzt geht's los. Hat zwar jetzt nichts gebracht, aber ein Haufen Münzen. So. Das Lagerfeuer machen wir ein bisschen größer. Und hier hinten war doch jetzt, glaube ich, noch so ein Teil. Wo war es da? Ach, guck mal, da oben auf dem Berg ist die Luke. Da kommen wir also hin, wenn wir da durchkrabbeln. Und auf der Rückseite von der Insel waren wir jetzt, glaube ich, gar nicht. Komisch, keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Vielleicht durch die Luke? Ich weiß es nicht, aber geht wahrscheinlich jetzt auch gar nicht im Story-Modus. Schade, schade, schade. Wow. Haben wir uns auch ein bisschen verbrannt zum Schluss. So ein Pfeil nach unten, also ein Daumen nach unten. Oder Finger. Piraten. Ein Herz. Wo müssen wir hin? Zur Totenkopfinsel. Level abgeschlossen. Das Schmugglerversteck. Elizabeth Unterkleider. Und Barra-Pirat haben wir natürlich auch wieder geschafft. Wie soll es auch anders sein? Und 66.000 Münzen verdient. Was haben wir dann gefunden? Ziemlich viel. Wir haben zu Anfang nur mit dem Kompass alles Mögliche gesucht. Oh, alles haben wir gefunden. Wow, krass. Den Kompass bekommen wir jetzt bestimmt auch noch einen goldenen Stein. Level abgeschlossen, war Pirat und ja, Kompass. 7 Steine haben wir schon. Einen brauchen wir noch und dann können wir am Hafen ein bisschen mehr erkunden. Deswegen machen wir auch mal gleich Geschichte fortsetzen.